Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4. Im letzten Part haben wir, ja, einen wunderschönen Irrgarten betreten. Obwohl, so ein krasser Irrgarten ist das halt nicht. Also, ich finde, so krass kann man sich da nicht drin verirren. Und dann haben wir auch noch, also wir haben auch noch viele Gegner gekillt, bla. Und sind einfach im Schloss vorangeschritten und haben dann auch noch Ada Wong gesehen. Also wir haben sie getroffen, wir sind ihr begegnet, sie hat sich uns endlich offenbart und gezeigt und ja, die uns Überraschung, dass Ada hier ist, dass Ada Wong noch lebt, dies, das, hielt sich anscheinend in Grenzen, also denen hat das irgendwie recht kalt gelassen, dafür, dass er sehr hart in sie verknallt ist, ne, auch nach 6 Jahren noch, irgendwie, ne, ja, keine Ahnung, der hat einfach krasse Heartbreaks, wie soll man sagen, ja, man hat auch erfahren, dass sie anscheinend für Wesker arbeitet, woher er diese Information auch immer weiß. Keine Ahnung. Vielleicht hat er das auch im Laufe der Zeit irgendwie doch herausgefunden. Wer weiß. Aber trotzdem, die haben sich trotzdem 6 Jahre nicht gesehen. Ne? Er liebt sie und man denkt, er ist sie sei tot und die hat sich. Und irgendwie hat er ja doch irgendwo erfahren, dass sie für Wesker arbeitet. Anscheinend. Keine Ahnung, wie und wann und wo und wie er das erfahren hat. Aber, ne, der wird sich ja schon informiert haben. Aber dass er. Ja, der stellt keine Fragen, so, ne? Weshalb das alles, so, ne? Keine Ahnung. Bei ihm wirkt das so kalt. Als wenn ihn das eigentlich gar nicht interessiert, dass sie da ist. So richtig. So, weil. Wisst ihr, wie ich meine? Schwer zu erklären. Aber ich hoffe, dass das ein Remake alles noch ein bisschen deutlicher und besser rübergebracht wird. Ja, ich weiß, ich habe große Hoffnung aufs Remake. Ich weiß. Ich sag's jedes Mal, ne? Also. Ich bin sehr gespannt drauf. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal weiterhin aufs Original. Was? Was? Weibel Eindringling. Achso, weiblicher Eindringling. Es scheint ein weiblicher Eindringling unter uns zu sein. Wahrscheinlich gehört sie zu Sarah. Wir glauben auch, dass sie es war, die das injizierte Ei von dem Schlüpfen des Parasiten aus Sarah entfernte und ihn vor dem Eintreffen des Amis die Probe stehlen ließ. Sie ist eindeutig auf die Probe aus. Wir müssen sie finden, bevor sie zu Sarah Kontakt aufnimmt. Bestimmt arbeitet sie in jemandes Auftrags. In jemandes Auftrag. Wir brauchen sie lebend, um sie zu befragen. Sie müsste all unsere Fragen beantworten können. Wenn wir sie haben, müssen wir uns um Sarah keine Sorgen mehr machen. Wenn wir die Probe wiederbekommen, kannst du ihn beseitigen. Oh. Wer hat das geschrieben? Settler oder Salazar? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Settler, könnte ich mir vorstellen, oder? Weiß ich gar nicht. Könnte ich mir gut vorstellen. Wie heißt? Ja, scheiße. Die wissen jetzt, dass Ada ein Eindringling ist, aber ja, ich glaube nicht, dass ihr unbedingt wissen wollt, für wen sie arbeitet. Ich glaube, wenn der selber auftaucht mit seiner ganzen Armee, ist hier Schicht im Schacht, würde ich sagen. Ich glaube, dass er Ada losschickt, ist eigentlich nur ja, ein kleiner Aufwand für ihn, weil er einfach keinen Bock hat, eine ganze Armee loszuschicken. Aber ich glaube, wenn er das tun würde, ich glaube hier, ja, ich glaube schon, dass er dazu in der Lage wäre. Ich traue das Wesker zu. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, warum speichere ich jetzt schon? Ich wollte zum Händler. Ja, die arbeitet einfach für Wesker. Albert Wesker. Der Sonnenbrillentyp schlechthin. Der Typ mit der Sonnenbrille schlechthin. Welcome. Got some rare things on. What are you selling? So, verkaufen wir erstmal die Spinelle. Is that all? Seidenkristalle. Thank you. Ja, die noch nicht, aber hier das. Ah. Thank you. So. What are you buying? Können wir irgendwas tunen? Wir können unser Schrotgewehr tunen. Is that all? Is that all? Thank you. Bitteschön. What are you buying? Sehr, sehr gerne. Okay, mehr brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Come back any time. Auf jeden Fall. Come back anytime. Anytime, anytime, anytime. Bla, bla, bla. So, jetzt können wir nochmal speichern. Jetzt können wir speichern und weiter voranschreiten.
Oh, shit, Leute. Kommt euch dieser Raum auch eventuell bekannt vor? Also für Leute, die das Video zu Resident Evil Code Madman gesehen haben? Diese inspirierte Resident Evil 3.5 Demo? Kommt euch das bekannt vor? Ja. Auch aus Resident Evil 4. Das wurde auch jetzt, das wurde auch dann letztendlich für hier, für das, die fertige Version hier letztendlich gemacht. Also ich meine zumindest wirklich, dass, auch so Räume wie dieser Raum hier, dass dieser Raum damals in Resident Evil 3.5 auch ursprünglich sein sollte und, in Code Madman, die inspirierte Resident Evil 3.5 Demo, wurde dieser Raum, glaube ich, auch nochmal verwendet. Einfach um dieses Gefühl nochmal rüberzubringen. Genau. Glaube ich zumindest. Prüfen? Fleisch, um die gegebene Zeit zu feiern. Achso, Fleisch, um die uns gegebene Zeit zu feiern. Ein letzter Schluck und die Flasche bricht. Verwandelt uns zu dem Staub, aus dem wir kamen. Mein Gott, was für Gedichte hier. Sind hier noch mehr davon, oder? Ah, hier. Mit Brot beginnt das Mahl des Lebens. Dessert für die verbleibenden Jahre. Ach du Scheiße. Ja, seltsame Gedichte hier. Keine Ahnung, was diese Gedichte... Obwohl, doch, ja, diese Gedichte sollen, Rätsel letztendlich offenbaren. Zumindest das hier letztendlich ist sehr interessant. Ein letzter Schluck und die Flasche bricht. Verwandelt uns zu den Staub, aus dem wir kamen. Genau, das ist doch mal sehr interessant. Das ist sehr interessant. Das wird sehr interessant. Aber erst gehen wir dorthin. Erst gehen wir nochmal dorthin, weil hier können wir noch ein bisschen Loot sammeln. Oh, hier ist noch was. Ist hier was drin? Ja, hier ist TP-Muni. Sehr schön. Alles klar. Und ich habe das Gefühl, Leute, dieser Part wird nochmal... Oh, ganz... Boah, Alter, vor die Goldbarren. Ich habe das Gefühl, dass, dieser Part auch nochmal extrem spannend wird und extrem bitter. Also was heißt bitter? Aber ich glaube, der wird düster. Ich glaube, der wird düster. Düster! Naja, was heißt düster? Also... Schlange! Zu spät realisiert. Ich habe zu spät realisiert. So. Shit. Na komm. Komm her. Komm her. Komm her. Nein. Komm. Sag mal. Okay, machen wir es so. Verschwenden wir einen Schuss und haben dafür ein Hühnerei. Sehr schön. Sehr schön, ein Spinell. Das können wir jetzt auch wieder auftreten. Oder einfach mit einem Messer. Aber wer will das schon mit einem Messer? Voll öde. Ja, okay, nächstes Mal zeige ich euch das einfach, wie schnell das geht mit einem Messer. Falls wir sowas finden. Aber ich weiß nicht, ich finde das einfach cool, wenn Leon das eintretet. Ich finde, das sieht einfach am coolsten aus. Deswegen mache ich das immer meistens lieber. Es sei denn, es soll einfach schnell gehen, dann mache ich das auch mit dem Messer. So, hier haben wir alles gelootet, denke ich mal, oder? Vielleicht sollten wir auf die Karte gucken. Auf die Karte gucken wäre nicht schlecht, aber ich glaube, wir haben erstmal soweit alles. Ich glaube schon. Ja, nee, den Schatz haben wir ja. Ja, ich denke mal... Ah ja, ja, da kommen wir auch noch hin. Da kommen wir sowieso noch hin. Also da müssen wir eh nochmal zurück. Sobald wir Ashley wieder haben. Und da kommen wir auch auf jeden Fall gleich noch hin. Oh, das wird toll. Das wird... Ach, das wird schön. Das wird lustig. Das wird richtig lustig. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Schiss, Leute. So. Klingeln. Für die Bestellung. Was wollten Sie essen? Nein. Hier, ihr erinnert euch doch an dieses eine Bild. Ein letzter Schluck und die Flasche bricht. Ja. Oder sagen wir es nur so. Nicht die Flasche bricht, das Glas bricht. Sehr schön. Ja, das hat es am Ende gebracht. Dafür können wir jetzt weiter voranschreiten.
Ich guck mal, ob alles nachgeladen ist. Ja, ich denke schon, hier ist alles soweit nachgeladen. Alles, was das Zeug hält. Alles, was nachgeladen werden muss und soll. Und, ja, das wird übel. Das wird übel, Leute. Übel! So viel kann ich sagen. Wünscht mir Glück! Nein! Ihr Penner! Oh, scheiße. Hühnerei! Hühnerei, rette mich! Danke. Lass mich hier raus. Haha! Du Opfer! So! Du Arsch! Nein! Oh, ich sollte mich heilen. Ich sollte mich heilen. Haha, der sieht mich nicht. Das ist das Positive, dass er mich hier nicht sehen kann. Na komm. Hallo! Guten Tag! Guck mal, der sieht mich nicht. Wenigstens eine positive Sache. Das ist aber nicht gut. Matano! Petz mich nicht! Verpetz mich nicht, Junge! So! Na komm! Was ist los mit dir? Ja, Mann! Haha! Leute! Das haben wir doch gut hinbekommen. Alter. Oh Gott, ey. Mein Gott, ey. Ich habe diese Sachen echt viel schlimmer in Erinnerung irgendwie, aber... Liegt vielleicht auch daran, ich habe dieses Spiel einfach mittlerweile zu oft gezockt. Aber eins kann ich euch sagen, Leute. Eins kann ich euch sagen. Auf Profi habe ich dieses Spiel bislang noch gar nicht geschafft. Aber wer weiß, vielleicht kriege ich das auch eines Tages mal hin. Aber das würde ich dann wahrscheinlich mit euch livestreamen wollen, auf Twitch oder so. Alter, wie viele kommen denn von euch noch? Oh! Ja, ich wollte die Truhe später öffnen, Mann! So. Weg mit dir. Sag mal. Bam! Sehr schön. War's das oder kommen noch mehr? Wie viele immer nachkommen. Und diese Geräusche, die dir dabei immer machen, ne? Das ist so. Schon witzig. Oh, ich laufe hier voll gegen der Wand. So. Und hier haben wir einen weiteren Schatz. Sanduhr mit Verzierung. Alles klar. Eine schöne Sanduhr. Die können wir auch einfach verscheuern. Brauchen wir nicht irgendwie aufleveln mit anderen Schätzen oder sowas, ne? Und hier haben wir Magnum-Munition. 3 Kugeln. Oh ja, Magnum-Munition. Das ist eine sehr gute Waffe, auf jeden Fall. Die haben wir zwar noch nicht, aber die werden wir uns holen. Und das Beste ist, wenn ich es nicht vergesse und wir das so hinbekommen, wie ich es mir vorstelle, kriegen wir die sogar umsonst. Die müssen wir da nicht mal beim Händler kaufen. Ihr werdet dann sehen, wenn wir darauf zurückkommen. Ihr werdet es sehen. Oh ja, Leute. Ich kann euch sagen, das, was ich vorhin angekündigt habe, dass dieser Part etwas düster wird, das wird in diesem Part passieren. So. Bäm! Guck mal, das juckt den beiden gar nicht. Den dreien. Bäm! Bäm! Oh, was? Eine neue Art von Parasiten. Eine sehr eklige Art von Parasiten, muss man sagen. Oh,
Oh, ja, Mann! Richtig, boah, Alter, ich liebe das. Ich liebe diese Moves, die Leon da immer macht dann. Ohne Scheiß. Go hit low. Der kann ja klettern! Bah! Da! Bah, richtig eklig. Oh, wie die krabbeln. Bah, richtig eklig, Mann. Hallöchen. Wie geht's denn so? Hallo, wie geht's denn so? Obi-Wan Kenobi meldet sich zum Dienst. So. So. Dann sollen sie doch alle herkommen. Warte, hier war noch irgendwas, oder? Hier war doch immer irgendwas. Oder war das hier? Ich meine, hier war etwas. TP-Muni. Ich meine, hier war auch immer so ein Schatz, den man finden konnte, aber anscheinend irre ich mich gerade. Okay, kann natürlich sein, dass das nicht bei Leon war, sondern bei einer anderen Person. Vielleicht bei einem ganz anderen Abschnitt. Shit, aber ich dachte, das wäre hier. Guck mal eben schnell eine Brücke hochgefahren. Warte, ich guck mal eben. Oh, falsche Taste. Ich guck mal eben auf die Karte. Aber nö, hier wird auch kein Schatz angezeigt oder so, ne? Obwohl, Schätze sind ja meistens Truhen. Aber hier ist nix. Hier ist nix. Ich hab gedacht, hier wäre was. Was man einsammeln könnte. Aber nö. Demnach anscheinend doch nicht. Bisschen schade. Irgendwie. Ich hatte gehofft. Chris hatte gehofft, doch wurde bitter enttäuscht. So. Oh nein, ich höre sie. Ich höre sie. Bam. 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 Oh, ja, Mann. Na komm. Steh auf. Kopfweh. Oh, oh, mein Arsch. So. Messern. Tschüss. Sag tschüss. Danke. Dankeschön. Was sind das denn für komische Versuche? Ich hätte mehr erwartet. Ah, guck mal, da kommt es schon. Burn, Motherfucker, burn! Du Arsch! Guck mal, der wollte mich treffen. Bam! In deine Fresse! In deine Fresse! Okay. Das war nicht in deine Fresse, das war einfach voll in deine Hüfte. Oh, den Gore in Resident Evil 4 Remake mag ich, liebe ich auch schon so, ne? Wenn du die Hüfte triffst oder wenn du den in der Mitte, du kannst ihn von in der Mitte durchtrennen oder sowas. Und auch die Arme und Beine. Boah, das ist so geil gemacht. Also das Remake, was Gore betrifft, enttäuschen sie überhaupt nicht. Die beeindrucken mich sogar. Das ist echt heftig. Jön, was da? Na? Wie? Willst du mich nicht abknallen? Guck mal, jetzt kommt der nicht. Jetzt versteckt er sich, oder was? Was ist denn mit dir los? Na komm, ich treff dich. Ich treff dich. Was? Haha! Alter. Go hit low. Kannst du auch was anderes sagen? Sag mal, was ist mit dir falsch, hä? Bam! So. Sag tschüss. Komm. Bäh-i. Richtig eklig. Guck mal, hier ist noch ein weiteres Schloss. Das kann ich euch jetzt mal eben zeigen, wie schnell das geht mit dem Messer. Tada! Bam! Und ja, wir haben es geschafft. Sehr schön. Aber hier müssen wir jetzt eh nicht. Aber doch, wir müssen da eh gleich zurück. Aber erstmal schauen wir uns hier um. Denn hier sind auch noch interessante Sachen zum Einsammeln. Wie zum Beispiel einen wunderbaren Raketenwerfer. Das lassen wir uns nicht entgehen, meine lieben Freunde. Das lassen wir uns nicht entgehen. Ganz und gar nicht. Oh ja. Yeah. Oh shit. Der braucht aber ganz schön viel Platz, du.
Der braucht ganz schön viel Platz. Ich hoffe, das reicht irgendwie aus. Warte mal. kann ich mich heilen? Nee, kann ich gerade nicht. Ich bin anscheinend gesund. Scheiße. Jetzt beschwert Chris sich, dass er gesund ist. Ey, ich glaub's ja nicht. Der Chris beschwert sich, dass er gesund ist, ey. Ich glaube, es hackt. So. Sehr schön. Alles klar. Ja, Leute. Das lief doch gut. Den Raketenwerfer nutzen wir auf jeden Fall. Für sehr besondere Zwecke. Auf jeden Fall. Würde ich zumindest so sagen. Das würde ich zumindest so sagen, ja. So. Zwar nicht, um besondere Gegner zu killen, aber ihr werdet schon sehen. Das wird relativ zeitnah passieren, aber wahrscheinlich erst im, ja, vielleicht im nächsten Part oder, nee, wahrscheinlich erst im übernächsten Part, vielleicht eventuell, je nachdem. Mal schauen. Got some rare things on sale, stranger. Oh, sehr schön. What are you buying? Aktenkoffer XL. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Is that all? Thank you. Na, bitteschön. Ach, komm mal, jetzt haben wir so viel Platz, ey. Nein, ja, ich wollte noch... What are you selling? Ich wollte gucken, habe ich irgendwas zum Verkaufen? Ja, Spinelle. Is that all? Is that all? Seidenkristalle. Thank you. Und die Sanduhr. Ah, I'll buy it at a high price. Thank you. What are you buying? Bitteschön, bitteschön, bitteschön. Come back anytime, nicht wahr? Ich weiß. So, Leute, wir können speichern. Und ja. Weiter geht's. Leon, I got it. Now that I have the sample, you serve me no purpose. Sadler! My boy Salazar will make sure you follow the same fate. Stay with me, Lois. I am a researcher, hired by Sadler. He found out what I was up to. Don't talk. Here. It should suppress growth of the parasite. The sample. Sadler took it. You have to get it back. Lois! Lois! Ach du Scheiße. Ja, Leute, das meinte ich mit düster. Unser guter Louis. Er ist dahingeschieden. Naja, was heißt dahingeschieden? Er wurde getötet von Lord Sadler, dem Schwein. Diesen mächtigen Imperator von Star Wars. Und, Scheiße, ja. Louis war anscheinend Forscher bei Sadler und der hat gecheckt, was Louis ihm verraten will. Und jetzt hat er den Preis dafür bezahlt, weil er uns helfen wollte und die Probe stehen wollte. Die Probe, warum auch immer die Probe und warum auch Ada anscheinend die haben will, wie man im Bericht, wie man in der Notiz erfahren hat, ist Ada hinter die Probe her, warum auch immer. Aber war auch in Resident Evil 2 Remake ja auch. Aber naja, aber Leute. Louis ist nicht umsonst gestorben. Wir werden ihn rächen.
Wir werden ihn rächen. Dafür werden sie bezahlen. Ach, guck mal, da ist der arme Louis. Für deinen Tod werden sie büßen, das verspreche ich. Auf jeden Fall. Leute, aber wie es hier weitergeht. Scheiße. Ja, oh Gott, ihr hört schon. Leute, wie es hier weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao.